Moin, ich bin's mal wieder mit einem neuen Video und heute zu einem ganz anderen Video und zwar zu einem Produkttest oder besser gesagt zu einem Geschmackstest und zwar zu der Krüger Chillout Trinkschokolade mit Lavendel. Ja, ich habe diese Trinkschokolade von mytest.de zur Verfügung bekommen zum Testen, zum Ausprobieren und zum Weitersagen, zum Beispiel auf YouTube oder auf einem Blog oder sonstigen Portalen. Zu der Trinkschokolade an sich, da gehe ich einmal durch die Verpackung bzw. durch dieses Behältnis und da sieht man halt schön designt Krüger U. Das ist so eine Extramarke für etwas jüngeres Publikum und da ist das halt hier der Typ mit Lavendel, also Chill-Out-Trinkschokolade mit Lavendel und dann steht da entspannt genießen und wenn ich dann hier die Dose mal weiter drehe, dann steht hier die Zubereitung und da steht, dass man 4 bis 5 leicht gehäufte Kaffeelöffel in eine Tasse geben, mit 200 Milliliter heißer, nicht mehr kochender Milch übergießen und umrühren soll und dann ist die Trinkschokolade auch fertig. Dann sind hier noch Nährwerte angegeben und ja, ich habe hier natürlich eine etwas größere Tasse genommen und da muss man natürlich auch ein bisschen mehr reinmachen. Ne? Da reichen diese 4 bis 5 Löffel dann nicht. Dann würde ich diese Trinkschokolade mal ausprobieren. So. Ja, schmeckt ganz gut. So. Also, ich würde sagen, dass die Trinkschokolade an sich schon mal sehr gut schmeckt. Dieses Lavendel, das merkt man jetzt nun nicht unbedingt. Lavendel soll auch eher entspannen, beruhigen. Geschmacklich merkt man da jetzt tatsächlich nicht so viel. Aber wie gesagt, das ist eher dieser Effekt von Lavendel und nicht der Geschmack an sich. Die Trinkschokolade kann ich somit eigentlich recht gut empfehlen, denn schokoladig ist sie allemal. Und ja, ob der Effekt dann vielleicht noch eintritt, das werde ich, glaube ich, dann ein bisschen später merken, ne? Ob ich dann entspannt bin. Aber ich denke schon. Dann noch zum Produkt an sich. Die Krüger Chillout Trinkschokolade mit Lavendel kann man im Krüger Online-Shop für 2,89 Euro erwerben. Da hat man dann 300 Gramm Inhalt. Man kann natürlich die Trinkschokolade auch bei Amazon erwerben. Ja, aber da kann man dann selber mal schauen. Soweit von mir zu diesem Produkttest bzw. Geschmackstest. Ich kann die Chillout Trinkschokolade empfehlen. Falls ihr das Video interessant findet, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet und einen Daumen hoch. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und sage Tschüss.